Hey Leute, Kicks am Start. In diesem Video zeige ich euch die Aufgaben der Woche 5 und wie ihr sie am leichtesten erledigen könnt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Aufgaben der Woche 5. Wenn ihr nichts mehr rund um Fortnite verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da und aktiviert auch die Glocke. Und wenn ihr mich als kleinen Creator unterstützen wollt, dann tragt sehr gerne meinen Creator-Code KICKSTIPS im Itemshop ein. Wir beginnen jetzt direkt mit den Aufgaben. Die erste Aufgabe, die lautet, mache Schaden mit der SMG. Und zwar müssen wir da 1000 Schaden machen. Schnappt euch also einfach eine SMG und macht mit der dann Schaden. Das sind die Maschinenpistolen, also die Uhrzeitmaschinenpistole und natürlich auch die ganzen anderen Maschinenpistolen. Ihr könnt es sogar versuchen, ob das Ganze bei Tieren funktioniert. Das müsst ihr einfach ausprobieren. 1000 Schaden, wie gesagt, das ist nicht allzu schwer. Nach ein paar Runden solltet ihr es haben, also immer mal wieder die SMG wählen und nach 1000 Damage habt ihr das Ganze auch schon erledigt. Für die nächste Aufgabe müssen wir 5 Munitionskisten aufmachen. Ich denke, das ist super easy. Darauf brauche ich nicht näher eingehen. Bei der nächsten Mission müssen wir ein Lagerfeuer anzünden. Ein einzelnes reicht da, um die Aufgabe zu erledigen. Alle Lagerfeuer, die es auf der Map aktuell gibt, zeige ich euch hier nochmal in der Übersicht. Für die nächste Aufgabe müssen wir 3 Fahrzeuge modifizieren. Dazu brauchen wir hier diese Fahrzeugmodifikatoren, diese Geländereifen. Die findet ihr an vielen verschiedenen Stellen, unter anderem bei den ganzen Tankstellen sind die sehr häufig hier in dieser Gegend zu finden, aber auch oft in der Nähe von zum Beispiel Mülltonnen findet ihr diese Reifen. So sieht das Ganze aus, wenn das irgendwo rumliegt, und wenn ihr die aufgesammelt habt, müsst ihr einfach nur zu einem Auto hingehen, das Ding auf das Auto drauf schmeißen. Das Ganze müsst ihr 3-mal machen bei 3 verschiedenen Autos und dann habt ihr diese Aufgabe auch schon erledigt. Für die nächste Aufgabe bleiben wir direkt hier bei unseren Autos, denn wir müssen für die nächste Aufgabe einmal von Sweaty Sands nach Colossal Crops fahren. Da ist es ganz wichtig, dass ihr dort für diese Challenge das Auto nicht verlassen dürft. Und das zweite, was ich euch mitteilen möchte, achtet unbedingt darauf, dass ihr das Auto modifiziert habt, denn es gibt hier keine direkte Verbindungsstraße sozusagen, sondern ihr könnt einfach querfeldein rüberfahren mit eurem modifizierten Auto. Für die nächste Aufgabe müssen wir für 4 Sekunden über 65 km/h fahren. Das schafft ihr hier mit diesem getunten Auto sehr, sehr leicht. Am besten macht ihr das mit dem Whiplash, der bekommt am meisten Geschwindigkeit zusammen. Ihr könnt mit dem Whiplash auch ein bisschen boosten, das kostet euch halt ein bisschen Sprit, aber zahlt sich auf jeden Fall aus, um die Challenge schnell zu erledigen. Für die nächste Aufgabe müsst ihr euch 2 Sekunden lang mit einem Auto in der Luft befinden. Dazu sucht ihr euch am besten eine hohe Stelle auf der Map und am leichtesten nehmt ihr den Whiplash und pimpt den mit den Reifen, so wie es gerade eben vorher hatten. Ihr könnt euch aber auch ein bisschen Materialien zusammensammeln und dann einfach ein bisschen hochbauen. Dann macht ihr das Ganze sozusagen auf Nummer sicher. Ihr müsst halt nur schauen, dass das Ganze nicht zu steil ist, damit euer Auto darauf fährt und das Ganze nicht kaputt macht. Einfach langsam anfahren, dass euer Auto das nicht kaputt macht. Und dann gebt ihr einfach Gas und dann solltet ihr euch eigentlich 2 Sekunden lang in der Luft befinden, dann sollte es auch schon reichen, um die Challenge zu schaffen. Wenn das nicht gereicht hat, dann müsst ihr einfach nochmal ein bisschen höher bauen, dass ihr, oder einfach einen bisschen höheren Ort nochmal suchen, solange bis ihr halt diese Challenge erledigt habt. Und abschließend für die legendäre Mission in dieser Woche müssen wir Goldbarren sammeln. Hier brauchen wir wirklich eine Menge Goldbarren. Ich blende hier mal alle Stufen ein, die wir zu erledigen haben. Und ich habe hier noch ein paar Tipps für euch. Sucht euch ein paar NPCs, die leichte Aufgaben haben. Ein gutes Beispiel ist hier der gute Colby. Der hat meistens 2 bis 3 Missionen mit Mais. In dem Fall nur eine, aber meistens hat er sogar 2 Missionen mit Sammle Mais auf zum Beispiel. Wenn ihr diese Challenge annehmen solltet, dann bekommt ihr für 120 Gold. Ihr müsst dazu einfach nur Mais aufsammeln. Das heißt, ihr kauft bei ihm dann einfach hier Mais. Und dann sammelt ihr den Mais auf sozusagen, zack, und dann habt ihr schon 1 von 3. Das heißt, ihr kauft euch 3 Mais, gibt also im Endeffekt nur 30 Gold aus, macht aber 120 Gold. Das heißt, da könnt ihr super easy 90 Gold in wenigen Sekunden plus machen. Oft hat er auch nur eine Mission mit Is-Mais, dazu müsst ihr euch einfach nur ein bisschen selber Schaden zufügen. Eine weitere Variante, wie ihr super gut Gold farmen könnt, sind Kopfgeldjagden. Das könnt ihr am leichtesten in einer Bot-Lobby machen. Wie Bot-Lobbys funktionieren, das zeige ich euch hier in diesem Video. Und außerdem habe ich auch nochmal ein Video gemacht, wie ihr generell mehr Gold farmen könnt. Das ist zwar aus der letzten Season und das mit den Waschmaschinen zum Beispiel funktioniert inzwischen nicht mehr, aber trotzdem sind da auch sehr hilfreiche Tipps dabei, wie ihr die Kopfgeldjagd am effektivsten macht. Jetzt haut rein und hört auf das Lama in der Endcard, euer KICKS.